Elsassisch ist bombisch. Willkommen in der monatlichen Sendung vom Elsässischen Spruchamt. Was gibt's Neues da bei uns? Das erfahren wir jetzt. Heute reden wir von den jungen elsässischen Musikkünstlern. Wir haben eben talentierte Sänger im Elsass und wir haben grosse Ehre, heute einer zu empfangen, wie besonders begabt ist. Mathias Eklen Aubernissaire, alias Matzkat. Bonjour. Ja, bonjour, Pisama. Merci, dass noch gekommen sind. Ja, merci gleichfalls. Ich bin sehr froh, ein bisschen Elsässisch zu reden. Prima, wir sind auf das. Wie würdet ihr euren Musikstil beschreiben? Oh je. Das ist eine lange Geschichte. Nein, ich hab Musik mit einem großen M gern, wie Matthias und Matzkat. So ist so viel Mischung, viel. Was ist inspiriert? Ja, ich hab viel Gay studiert, klassisch, Jazz, aber auch für Instrumente. Ja, auch Gitarre und so, ja, ich spiele auch mit Zigeuner Musik und ja, viel. Und ich habe französische, bekannte französische und englische Lieder übernommen und sogar Lieder, wie ich gerne habe, auf Elsässische übersetzen. Ja. Warum liegt es am Herzen? Ja, das Elsässische ist sowieso meine Muttersprache. Wir haben, als wir klein waren, mit meinem Bruder viel gesungen, viel auf Elsässisch gesungen. Sonnenschrank von Roger Siver zum Beispiel. Die schönen Lieder von René Aigles und alles. Und das ist meine Kindheit. Und jetzt kommt es wieder. Verstehe ich endlich. Es ist trotzdem schade, wenn man das nicht. Wiederschmacht. Ja, Wiederschmacht. Schon ein paar Kinder jetzt, dann. Ah ja, wir sind euch mehr eingesetzt. Ja, ja. Weil 2012 habe ich für das Sommerlied Le Vent l'Emportera von Noir Désir adoptiert, gesungen. Das hat Roger Siver übersetzt. Ja, genau. Gleich schauen wir einen Auszug. Mösch kein Angst auf der Strasse, mösch's probieren einfach los. Stock in die Hand und die Wetter umhüllt und wie müd ist, wenn's gut tut. Der Wind nimmt dich schon mit. Voilà, Matthias. Wann kommt ihr erst Album raus? Aha. Das freut mich viel nicht. Ja, wir haben schon fünf Lieder aufgenommen. Da bin ich sehr froh. Und jetzt gehen wir weiter ins Studio und ich habe die Ehre, mit dem Gitarrist von Alain Souchon zu arbeiten und meine ganze Mannschaft hier. Und so nächstes Jahr hoffen wir. Ja, es kommt jetzt schneller raus. Yeah. Also Matthias, wir haben andere Bänder, andere Sänger, andere Musiker im Elsass, die ziemlich erfolgreich sind. Mit diesen Bildern, unter anderem von Sommerlied, Sänger des Gisch. Dreck die Hände, doch bei uns hat er ihn das Land verschenkt. Doch bei uns hat er ihn, dreck die Hände, doch bei uns hat er ihn das Land verschenkt. Und so probieren wir nochmal.
Matthias, ich weiß euch, dass das Elsassische Spruchamt einen Wettbewerb organisiert hat. Ja. Das Ziel ist gewann, elsassische traditionelle Lieder zu schütteln, mhm, eine moderne Version davon vorzuschlagen. Mhm. Wir haben letztes Jahr den Wettbewerb im Camioner eingeführt, ja, in Ronde mit euch. Ja, das war schön gesehen. Und ich habe das gerne, Lieder zu schütteln. Da haben sie im Schnurgelor an zum Beispiel, ja. Adoptiert. Ja, mit den Zigeuner, mit den Dimoro Swing. Sagt alles, was er will. Der Hans im Schnuggelor sagt alles, was er will. Also im Allgemeinen, elsassische Lieder auffrischen oder Lieder auf elsassisch übersetzen, gehört jetzt zu ihrer Kunst, wo dann noch so etwas widerspricht? Ja, ja, immer mehr, immer mehr. Ich habe jetzt mein Projekt, also auf Französisch, mit französischer Komposition. Aber es ist immer eine Freude, auf Elsässisch zu singen. Und ja. Vielleicht einmal eine Schallplatte, nur auf Elsässisch. Ah, warum nicht? Ja. Freuen uns. Ja. Nächste Konzerte? Ja, da kommt jetzt einer, am 14. September. In Bischwiller? In Bischwiller, in der MAC. Unsere Sendung geht jetzt an mit einem Lied, Matthias, wo noch vielleicht etwas vorspielen will. Merci vielmals fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Möchtest du keine Angst haben vor der Strasse? Möchtest du probieren einfach los? Stock in die Hand und Wetter umhüllt und Wehmut ist, wenn es gut ist.